Hi Leute, Gerald hier. Ja, richtig gelesen. Ich werde sterben. Und soll ich euch was sagen? Ihr auch. Realistisch betrachtet wird dies nicht heute sein, vermutlich auch nicht morgen, doch mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb der nächsten 100 Jahre. Also warum auf einem Channel über den Aufbau von Unternehmen ein solches Tabuthema behandeln, das bei den meisten Menschen schon beim bloßen Gedanken daran das Herz in die Hose rutschen lässt? Weil die Beschäftigung mit unserer eigenen Endlichkeit ein unglaublich großes Potenzial für unser psychisches Wohlbefinden und unseren unternehmerischen Erfolg birgt. Wie genau, lernst du in diesem Video. Also, lasst uns anfangen. Ist dir schon einmal aufgefallen, viele von uns schätzen ihre Zeit im Urlaub mehr, weil sie dann wissen, dass die Zeit am Ferienort endlich ist. Sie sagen sich dann, wir sind ja hier nur eine Woche, also sollten wir dafür sorgen, dass wir jeden Tag etwas Schönes machen. Ist es nicht irgendwie seltsam, dass wir Geld bezahlen, um an einen anderen Ort zu kommen, damit wir lernen können, unsere Zeit mehr zu schätzen? Ist es das Neue, das Aufregende, das, was in unserem Alltag irgendwie fehlt, was diese Zeit dann so besonders macht? Als meine Frau und ich vor Corona noch das Evano-Haus in Berlin betrieben haben, suchten oft Menschen bei uns Rat, die gerade vor schwierigen Entscheidungen standen, sowohl im Business als auch privat. Und meine Frau entgegnete dann gerne, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein paar Monate zu leben hättest? Die Antwort darauf kam oft sehr spontan und sie war meist auch erstaunlich einfach. Denn wenn die Endlichkeit unserer Zeit plötzlich in den Fokus rückt, treten die sonst so lauten Abers aus unserem Kopf in den Hintergrund. Sie sind dann schlichtweg einfach nicht mehr so wichtig. Im Angesicht des Todes stellen viele von uns ihr Leben dann auf einmal auf den Kopf und trauen sich endlich an die Sachen, die sie eigentlich schon immer mal machen wollten. Die gute Nachricht: Du musst dafür nicht tatsächlich nur noch ein paar Monate zum Leben haben, sondern die reine Vorstellung reicht aus, um unser Gehirn auszutricksen und andere Wege in Betracht zu ziehen, die näher an dem liegen, was du tatsächlich willst. Wenn wir darüber hinaus durch diesen gedanklichen Trick lernen, einem einzelnen Moment die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, wie wir dies im Urlaub tun, dann lernen wir auch im Alltag Zufriedenheit zu finden und mutiger gegenüber neuen Erfahrungen zu werden. Ist unser Alltag jedoch nur eine Aneinanderreihung von Aktivitäten, auf die wir eigentlich gar keine Lust haben und in der wir nicht mal mittelfristig einen Sinn sehen, dann sollten wir daran schleunigst etwas ändern. Denn für alles andere ist das Leben doch einfach zu kurz. Und für mich ist die eigene Endlichkeit stets eine wertvolle Erinnerung daran, die mir bleibenden Momente mehr wert zu schätzen. Also, was würdest du jetzt tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch ein paar Monate zu leben hättest? Was hindert dich daran, es jetzt auszuprobieren? Dir gefallen meine Videos und du möchtest dieses Projekt unterstützen? Dann lass gerne einen Like, einen Sub und einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.